Und man kann sich nie sicher sein, ob der Medizinmann nicht einen Schuldigen sucht, der einen Fluch auf den Toten gelegt hat. Und dann kann man seine eigene Beerdigung gleich mitfeiern. Also los, schnappen wir uns die dumme Ziege. Es wird schon dunkel und ich möchte nicht noch länger hier draußen im Busch sein. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt ist die Ziege erschrocken und rennt weg. Und beinahe hätten wir sie gehabt. Das ist doch wirklich zum Schreien. So nah dran. Ich frag mich nur, wodurch das Vieh aufgeschreckt wurde. Da. Hörst du das auch, Itamio? Dieses leise, gleichmäßige Plätschern von eintauchenden Paddeln am Fluss. Guck dir das an. Okimin, guck dir das an. So ein Boot habe ich noch nie gesehen. Komm, lass uns hinlaufen und sehen, wer flussaufwärts kommt. Meinst du nicht, wir sollten lieber ins Dorf zurück? Das Licht ist schon ganz fahl und... Ach was, das will ich sehen. Die beiden Jungen pirschen sich vorsichtig über knorrige Baumwurzeln und gewundene Kletterpflanzen im Schutz der Büsche ans Flussufer. Das ist ja ein riesiges Kanu. Doppelt so groß wie die Fischerkanus aus unserem Dorf. Und die vielen Männer an den Paddeln, das sind doch mehr, als ich Finger habe. Aber sieh dir das kleine Palmblatthäuschen in der Mitte des Bootes an, mit diesen schönen bunten Stoffvorhängen. Itamio, das ist kein Fischerboot und auch nicht das Kanu eines Häuptlings, das muss das Boot eines Königs sein. Aber wir haben keinen König. Wo kommt das wohl her? Das werden wir sicher herausfinden. Schau, das Boot liegt dort hinten an der Sandfläche an. Und die Männer beginnen, Kisten und Körbe auszuladen. Hey, die wollen bestimmt in unser Dorf. Guck, Itamio, die Vorhänge gehen auf. Drei Jungen und ein Mädchen krabbeln heraus. Na, die sehen aus, als ob sie froh wären, endlich aus der engen Hütte rauszukommen. Aber was ist das denn? Siehst du das auch? Ich habe meine Augen schon dreimal fest zugemacht und wieder auf. Aber ich sehe diese seltsame Frau immer noch. Ich auch. Sie hat ihre Haut. Ihre Haut hat gar keine Farbe.